Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Footcraft. Und heute gibt es mal wieder die XXL Edition mit einem richtig geilen Spieler. Jungs, ich wollte eigentlich erst eine Challenge machen, aber dann dachte ich mir, ja gut, bekommst du diesen Spieler, da werden wir natürlich ein Draft rumbauen und lass auf jeden Fall gerne ein Like dafür mehr. Wir machen die Challenge dann auf jeden Fall im nächsten Video. Ich wechsle jetzt immer durch Challenge, dann wieder XXL Draft Challenge und so ist das, denke ich, der perfekte Rhythmus für euch. Da könnt ihr dann auch mal was Geiles anderes sehen, ein bisschen Abwechslung, und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Challenge wir machen sollen, welche Footcraft Challenge, und dann weiß ich Bescheid. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit diesem XXL Footcraft. Jetzt würde ich sagen, geht's einfach mal los mit der Formation und mal schauen, welche es sein wird. Also, wir haben hier natürlich schon mal ganz frische 4-3-2-1, sage ich eigentlich nicht nein, und deswegen würde ich sagen, nehmen wir die. Der schnellste Kapitän jetzt hier mit dem besten Pace-Wert wird auf jeden Fall gepickt. Wer wird es sein? Und es kommt, oh mein Gott, es kommt Diego Maradona, Jungs. Wie heftig ist das denn bitte, Jungs? Maradona-Ikone. Und endlich haben wir auch mal Glück. Und ich wollte schon sagen, ja, ist es denn endlich mal hier an der Zeit, eine richtig geile Ikone zu bekommen. Tatsächlich ist er am Start. Geil, Alter, okay. Ja, gegen Hazard und natürlich Lewandowski-Info muss ich sagen, sticht Maradona da, denke ich, jeden aus. Und da werden wir auf jeden Fall hier diesen kleinen Drogenboss mitnehmen. 5-Star-Skills und 1,65, so klein ist er. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal gönnen. Den werden wir auf jeden Fall hier in Ehren halten und mit ihm jetzt hoffentlich ein richtig heftiges XXL Footcraft bauen. Also Diego Maradona, zack, ist am Start. Mal schauen, wie es weitergeht. Der Rechtsverteidiger ist hier Vidal vielleicht. Ja, oder? Ne, Kappa ist eigentlich irgendwie noch ein bisschen besser, muss ich sagen, weil der nochmal 84 Physis hat. Innenverteidigung vielleicht Sergio Ramos oder sowas. Würde ich jetzt nicht nein sagen. Laporte ist auch nicht schlecht, passt wegen der La Liga ganz gut rein. Nehmen wir jetzt einfach mal das zweite zentrale Mittelfeld. Und da kommt zum Beispiel hier Arturo Vidal, Kevin De Bruyne und Koke. Ich glaube, wir nehmen einfach mal Arturo Vidal mit. Rechter Sturm. Ah, okay, wir schauen noch nicht im Sturm nach, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn eine gute Karte kommt, dann kommt nicht gleich noch eine. Und jetzt kommt erstmal Raja Nainggolan, aber Tolisso passt da, denke ich, noch ein bisschen besser. Wenn wir schon uns für Vidal entschieden haben, dann nehmen wir jetzt auch Tolisso und gucken einfach mal. Rechter Flügel wäre Messi eigentlich theoretisch der perfekte Mann. Aber der kommt erstmal nicht. Dann nehmen wir hier einfach, keine Ahnung, den von der La Liga, Tanane. Und linker Stürmer könnte jetzt vielleicht Ronaldo sein. Es wird Neymar und die Legende Laudrup. Oha, Laudrup verbindet natürlich alles. Und den könnte man theoretisch, könnte man den im Sturm spielen. Ich weiß nicht, der hat jetzt nicht die heftigsten Stats. Also für einen Flügel ist er vielleicht ein bisschen langsam. Neymar ist natürlich eine Waffe. Und trotzdem entscheide ich mich für Laudrup als Ikone. Den werden wir dann vielleicht einfach im Zentralmittelfeld oder sowas spielen. Da werde ich bestimmt was finden. Und jetzt hier als Stürmer mal schauen, ob da auch nochmal was Krasses kommt. Es wird erstmal ja nicht so heftig. Morata. Nehmen wir einfach Alvaro Morata. Warum haben die alle hier einen Shadow Kim Mystery Style? Haben auf jeden Fall Bock. So, unser Maradona Draft mit zwei Ikonen auf jeden Fall bisher. Gar nicht schlecht. Linksverteidiger passt hier auch Plattenhardt rein oder Willems. Aber Willems hat, glaube ich, noch ein bisschen bessere Stats. Deswegen entscheiden wir uns für den hier. Und in der Innenverteidigung bräuchten wir jetzt einen Bundesligaspieler. Kommt da auch jemand? Leider nicht. Williams oder Christensen, nehmen wir Williams mit. Und im Tor mal schauen, wer das jetzt ist. Bitte in Spanier. Oh, Marc-André Ter Stegen. Das würde perfekt sein, wenn wir jetzt noch einen deutschen Innenverteidiger bekommen. Ich bin gespannt. Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Oder ja, Franzosen könnte man auch theoretisch bekommen. Also um Titi oder so. Wollen wir einfach mal gucken, was die Bank noch so bringt. Jetzt hier erstmal die nächste Ikone, Yari Liedmann, Digga. Jungs, einfach die Hansa-Ikone. Da brauche ich nicht lange überlegen. Ganz klar, safe Sache hier. Yari Liedmann kann jetzt erstmal hier rechter Stürmer spielen. Und ja, ist vielleicht auch die schlechteste Version. Aber wir können natürlich alle auswechseln und wieder dann zum Beispiel, wenn wir Messi oder sowas bekommen, sollten einwechseln. Jetzt würde hier Pedro
vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn machen. Ich bin mir nicht sicher, aber Eriksen ist auch heftig. Ja, wir nehmen einfach Christian Eriksen mit. Okay, 89 Chemie. Die Verteidigung muss eigentlich nur regeln. Leroy Sané könnte man noch mitnehmen. Guter Backup. Aber die Verteidigung ist natürlich sehr, sehr wichtig jetzt. Icardi, Sandro Wagner. Auch eigentlich eine Legende hier. Icardi könnte man nehmen. Aber, ja doch, komm, nehmen wir einfach Mauro Icardi mit. Aber noch so eine richtig krasse Karte wäre stabil. Und zwar Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Jordi Alba, Alonso, auch nicht schlecht. Aber dann nehmen wir doch dann Cristiano Ronaldo mit. Den kannst du einwechseln und er wird dann auf jeden Fall biestig sein und rasieren. Nächster Verteidiger, Sanchez. Kann man als Innenverteidiger theoretisch schon mal reinpacken. Aber ihr seht schon selber, wir brauchen auf jeden Fall... Wir brauchen auf jeden Fall hier noch was. Ah, lass mal schauen. Vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht kommt da ja noch was Gutes. Erstmal schon wieder Sandro Wagner. Was will denn der? Der hat auf jeden Fall Bock. Insigne in Form kann man immer mal als Backup benutzen, falls wir da noch ein bisschen Pace brauchen. Piatti, Bittencourt als Linksverteidiger. Theoretisch sollten wir jetzt noch einen Deutschen bekommen. Vielleicht kriegen wir noch Boateng. Wir werden es sehen. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Rechter Flügel Markovic. Premier League. Wir haben rechter Flügel. Ja, Sané könnte man... Ja, okay. Da könnte man, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel dran ändern. Okay, zack. Machen wir einfach mal so. Und jetzt wird es nochmal dunkel. In Verteidigung. Rafael Varane. Perfekter Mann, Jungs. Perfekter Mann. Geile Verteidigung auch noch am Start hier. Und jetzt... kommen wir sogar schon auf 100 Chemie. Willems natürlich nicht auf voller, aber das ist gar nicht so schlimm. Linksverteidiger könnte theoretisch jetzt hier noch kommen und mal schauen. Mal schauen, ob es vielleicht noch die passende Linksverteidigerkarte gibt. Antinues, ja, ist, weiß nicht, ist er besser als Willems? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, wir nehmen ihn trotzdem mal mit. Können wir mal schauen, wer hat bessere Stats, mehr Tempo, mehr Defending... Ja, 3-3, aber ja, ist glaube ich egal. Dann lassen wir einfach Willem spielen. Und so gesehen ist das, denke ich, schon mal ein richtig krasses Draft. Jetzt kriegen wir im Tor auch nochmal. Ja, Buffon, den Gigi Buffon, den brauchen wir zwar nicht, aber eine Legende kann man immer nochmal mitnehmen. Das ist nämlich doch ein richtig heftiges Draft um Diego Maradona. Wir werden, glaube ich, Jari Liebmann ins ZM packen und dann Maradona auf den Flügel stellen und auswechseln tun wir dann wahrscheinlich hier Ronaldo für Icardi oder sowas und dann haben wir auf jeden Fall eine gute Offensive, können dann natürlich auch hier mit Sané, Eriksen und auch Insigne Morata dann noch ein bisschen durchswitchen, also es läuft schon, sieht schon wirklich richtig gut aus und jetzt haben wir hier auch nochmal einen passenden Manager für die La Liga, Spanier oder nehmen wir hier, ja komm, nehmen wir einfach den spanischen Manager. Und da kann man, glaube ich, gar nichts mehr verkehrt machen. Das ist unser Diego Maradona Draft. Sieht schon gut aus. Und jetzt ist natürlich die Frage da, wie weit wird es gehen? Mal schauen. Wir starten mit Gegner Nummer 1. Und er hat natürlich auch wieder zwei Ikonen. Einmal Inzaghi und ebenfalls Laudrup mit einer Dreierkette. Das ist natürlich immer schwer, sage ich mal, zu verteidigen. Für mich zumindest. Ich weiß nicht, schreibt mal rein, ob ihr mit einer Dreierkette spielen könnt. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal gezeigt, wer der Mann im Haus ist. Denn Ronaldo macht das 2-0 und der Gegner gibt schon sofort auf. Hat gedacht, ja, das macht keinen Sinn mehr weiterzuspielen. Und ja, danke auf jeden Fall, dass er so früh die... ja, oder das Spiel unterbrochen hat. Und jetzt haben wir hier gesehen, gehen wir 1-0 in Rückstand. Er hatte eine Fünferkette, konnte damit am Anfang richtig gut spielen. Aber dann war Ronaldo da und er zieht einfach mal rauf. Und naja, es ist halt Ronaldo. Da sind die Dinger dann einfach mal drin. 2-1, 67. Minute. Der war schon besser. Aber Eriksen und Vidal, die können es dann regeln. Den habe ich dann reingebracht. Genauso wie Lorenzo Insigne mit einem Traumfinesse zum 4-1 Siegtreffer. Und jetzt sind wir schon in Runde 3 und ihr seht es selber. Der Gegner hatte ebenfalls Maradona-Icon und ja, macht ja auch das 1-0 nach 8 Minuten. Aber ihr wisst es ja, das heißt noch gar nichts. Auch wenn er 1-0 führt, dann kann man ja einfach mal hier den Ball versuchen, irgendwie reinzubringen mit
Wumms und Krach und Kraft und dann war Maradona da und hat das 1:1 gemacht. Nochmal genau das gleiche Prinzip, einfach mal raufgehauen, Jari Liedmann und dann einfach abgestaubt zum 2:1 und ja, es lief danach wirklich sehr, sehr gut, vor allem in der Offensive, starke Kombination, Ronaldo macht das 3:1 und dann hier Diego Maradona, der kleine Argentinier, stark durchgesetzt, der Pass auf Ronaldo. Und ja, der konnte dann das 6:1 schon erzielen, 7:1. Am Ende stand es dann irgendwie 9:1 und das im Halbfinale. Müsst ihr euch mal gönnen. Und er gibt erst nach dem 9:1 auf, aber naja, läuft bei ihm auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier im Finale. Das Team war vielleicht nicht das Beste. Trotzdem, ihr wisst es, wenn man gut spielt, dann kann man hier natürlich rasieren. Ich glaube, es war ein HSV-Fan, aber er hat natürlich auch keine Chance gegen Diego Maradonas Finesse-Schuss. Was war das für ein geiles Tor zum 1:0. Und da war Maradona auch gleich wieder da. Im Finale trumpft er nochmal richtig auf zum 2:0. Aber wir sollten uns nicht zu sicher sein. Hier ein bisschen Ping-Pong. Und da kriegt er dann tatsächlich noch in der 50. Minute den Anschlusstreffer hin. Da waren wir auf jeden Fall wieder wach, mussten aufpassen, denn der Gegner war nicht schlecht. Aber Tolisso macht dann das 3:1 und Ronaldo hat die Chance, hier alles klar zu machen. Tatsächlich 4:1 und das Ganze war noch nicht vorbei. Guckt euch jetzt dieses Tor an. Maradona, boom, Butzer, Digga. Direkt in den Winkel, direkt Abnahme und ja, am Ende gewinnen wir, er durfte nochmal treffen, 5:2, gewinnen das Draft, das war einfach krass mit 3 Ikonen und mal schauen, was wir jetzt für Belohnungen bekommen, ich bin auf jeden Fall heiß drauf und es hat richtig Bock gemacht mit dem Team zu spielen. Wir holen jetzt also unsere Belohnungen ab und so, wirklich so rasiert habe ich lange nicht mehr in einem Draft 9-1, 4-1, 2-0, 5-2 zu gewinnen, das war schon echt richtig krass. Ich muss ja auch sagen, das Team war wirklich heftig und jetzt will ich hier eine geile Belohnung. Wir drücken drauf, komm schon, bitte, Digga. Für den Footdraft-Sieg kriegen wir 2 Gold-Sets und 2 Premium-Goldspieler-Sets. Alles klar. Ja, vielleicht ist da ja was Gutes drin, keine Ahnung. Lasst auf jeden Fall ein Like da für dieses Maradona-Icon-Footdraft. War richtig... Junge, was war das für eine Maschine? Habt ihr das Tor gesehen? Das letzte, das 5., das war echt krass. Da musste ich auch erstmal richtig tief einatmen und ich kann auch hier gerade wieder nicht reden. Was ist denn los bei mir? So, 1000 Münzen, zack. Jetzt nicht die geilsten Spieler, aber naja, was will man in einem 5K-Pack erwarten? Ich glaube, da sind 2 25K-Packs, die gleich kommen. Da könnte natürlich trotzdem was Gutes, ja, drin sein. So, jetzt haben wir hier wieder besten Spieler Silber, alles klar. Das ist auf jeden Fall das, was ich sehen möchte. Aber jetzt hier, in den 2 25K-Packs könnte eine Überraschung drin sein. Wir öffnen einfach mal das erste. Wer wird es sein? Komm schon bitte, was Geiles. Es wird kein 83+. Interessant. Holland, rechts Mittelfeld. Besiktas Istanbul. Es ist Lenz. Ja, aus einem 25K-Pack. Juan Bernat haben wir auch noch gezogen. Ich weiß nicht, die können wir jetzt erstmal nicht gebrauchen, haben wir alle doppelt. Ob jetzt hier im letzten Pack vielleicht noch was Besseres drin sein wird, ich drücke drauf, wir werden es sehen. Komm schon, Alter, ein 83er. Jawohl, okay, da ist doch jetzt wieder die Freude da. Wer wird es sein? Es wird Holland, Innenverteidiger, Lazio Rom, De Vrij. Ja. Ja, was sage ich dazu? Keine Ahnung, immerhin ein 83er Spieler, aber für den Draft-Sieg. Da wünscht man sich dann doch ein paar bessere. Jungs, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst natürlich gerne ein Like da für diesen Draft-Sieg, für dieses geile Icon Maradona-Draft. Und dann kann ich gar nicht mehr viel sagen. Jungs, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.